0 zu 5 Heimniederlage, wieder Niederlage. Es hat zwar die ersten 10 Minuten gut ausgeschaut für euch, ohne die Torschance, aber dann, denke ich mal, war es ein hochverdienter Sieg für Valkirchen. Ja, die Valkirchen ist für mich Meisterschaftsfavorit, die hat noch stärker wie Bung. Und ich vergönne es auch Valkirchen, wenn sie einen Meister machen. Und ja, wir haben die ersten 20 Minuten gefällt, die haben wir eigentlich recht kassabel gespielt. Dann haben wir aus nichts ein Tor gekriegt. Das zweite haben wir zu hektisch gespielt. Und dann natürlich in der zweiten Halbzeit, da haben wir natürlich noch aufgemacht und dann haben wir halt noch das 3, 4 und 5 gekriegt. Aber wie gesagt, im Vorfeld war da eher eine Niederlage nicht eingeplant, aber warum hat es vorhin dort mehr weh wie jetzt Valkirchen. Wie kann der TV den Abwärtstrend der letzten Spiele jetzt stoppen, sage ich mal, dass man doch vielleicht die Qualifikation zur Landesliga noch schafft? Ja, wir müssen jetzt schauen, dass wir nicht nur von der Qualifikation zur Landesliga, weil dann haben wir auch noch zwei Spiele, Relegationsspiele, wenn du die dann nicht gewinnst. Ist vielleicht dann die Stimmung auch nicht optimal. Wir müssen schauen, dass wir einfach eine gute Stimmung drin haben im Verein. Wenn es noch der 12. Platz wird, ist es okay. Wenn nicht, dann geht es weiter vom TV auch nicht unter. Okay.